Die Zeit ist gekommen. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Wie man sieht, Bogen, Schleuder. Ups. Dann habe ich hier ein paar Narkotiks hergestellt. Und zwar aus dem Grund, da ich mir etwas tamen will. Ich bin mir noch nicht sicher, was. Beim Bären wird es schwieriger. Deswegen würde ich eher mit was, ja, eher mittelmäßigerem anfangen. Wie einem Trike, standardmäßig. Ein Stego, Mal gucken, ob ich was finde. Okay, ich bin gestorben, wie man sieht. Eben gerade, und zwar haben mich die Insekten gekillt. Da kommen sie schon. Das ist so mies, dass man die nicht sieht, wenn die im Boden feststecken. Es sind nur noch zwei übrig, die anderen habe ich getötet. Und ich muss jetzt schnell hier ran. Ich weiß nicht, warum die noch ein Geräusch machen, aber die sind schon weg. Da kommen sie. Ich bin mir auch nicht sicher, warum es immer hohe sein müssen. Aber na gut. Na gut. Komm schon. Ich war hier gerade dabei, mir ein Vieh zu suchen. Hier stand ich und dann kamen sie von hinten. Da hatte ich keine Chance. Die Reise war ja nicht so erfolgreich gerade. Gott. Ah, stimmt. Ich habe eben was ausprobiert. Und da habe ich diesen Cheat aktiviert. Weißt du, wo du unendlich viele Stats bekommst. Ich gucken wollte, inwiefern... Weil du kannst ja die Geschwindigkeit erhöhen von dem Spiel. Wie schnell das Maximum ist und... Ja... Aber irgendwann fängt es einfach nur noch an zu lecken und du fliegst links und rechts und das ist nicht gut. Ich glaube, ich werde ein bisschen in meinem Haus weiter basteln. Ich brauche Holz, oder? Ja. Eigentlich will ich sie aus Stein bauen. Was brauche ich denn dafür? Welches Level? 24. Was habe ich? 18. Das ist jetzt nicht so viel. Naja, ich guck mal. Ich glaube... Mein Haus wird leicht groß, kann man das so sagen? Es wird dezent groß. Für eine Person. Ah, mal gucken. Was machen diese ganzen verkackten Biber hier? Die waren vorhin alle da hinten. Jetzt ist der Bär weg. Dafür sind jetzt hier 4 Biber. Ah, da rennt auch noch einer rum. 5. Für nichts einfach. Endlich habe ich was betäubt. Mein Gott. Also der Ausflug vorhin mit dem Terrorbird, das hat dir nicht so gut hingehauen. Aber da die kleinen Viecher so langsam sind, dass du quasi vor denen weglaufen kannst, ist das schon in Ordnung. Muss ich nur... Oh Gott. Ich hoffe, der wacht nicht auf. Okay. Offensichtlich. Also, zuerst mal sieht hier anders aus. Und zwar aus folgendem Grund. Das Vieh ist fertig. Das habe ich vorhin noch fertig gemacht. Und zwar... Das hier war noch von der Terrorbird-Jagd.
hier. Hat der Bär, der hier war, hat mich offensichtlich angegriffen. Hat meine Werkbank zerstört. Meine Foundation. Zwei davon. Auf denen stand übrigens auch meine Refining Forge. Und er hat mich getötet. Das heißt, das habe ich mir alles wiedergeholt, habe den Bären getötet. Mit Hilfe von meinem kleinen Vieh hier. War nicht so einfach. Und jetzt bin ich dabei und habe mir ein bisschen Metall geholt. Habe mir mal hier was hergestellt. Versuche jetzt so langsam ein paar Pfeile zu bekommen, um mit den Pfeilen dann quasi Betäubungsfalle herzustellen und dann am Ende mal einen Trike zum Beispiel zu tamen. Weil Trikes sind auch extrem wichtig. Das heißt wichtig, das ist, ich sag mal, ein Allround-Vieh. Von Anfang super zu empfehlen. Es hat einen starken Angriff, wenn man es skillt natürlich, aber also es kann gut angreifen. Es hält ja eine ordentliche Portion aus. Es hat einen Knockback-Effekt beim Angriff, das heißt, wenn du den Angriff richtig einsetzt, kann dich der Gegner gar nicht treffen. Er kann Bären abbauen und, ich sag mal, mittelmäßig viel tragen. Das heißt, es ist als Einsteiger Dinosaurier sehr gut, ja, sehr gut zu handhaben. Es ist, reiten kannst du nicht unbedingt lange, also rennen. Es hat nicht sehr viel Ausdauer, aber ganz ehrlich, mit einem, ich sag mal, gut gezüchteten Trike, bei dem man noch ein bisschen so hin auf die Ausdauer züchtet, da kann man das auch quasi umgehen, diese negativen Punkte, dass die anderen Punkte da ein bisschen mehr Gewicht haben und dann fällt es mit der Ausdauer gar nicht mehr so auf. Naja, ich sammle jetzt hier ein bisschen Zeug. Für Bären. Also für Narcotics. Und werde dann so langsam mein Betäubungs- und Tame-Equipment wieder aufbauen. Da ja auch meine... Ich hatte ja keine Pfeile mehr und keine Narcotics. Den einen Pfeil, den habe ich mir jetzt nicht hergestellt, weil... Ich habe mir eine Armbrust gebaut, die werde ich dafür benutzen, weil die sehr viel effektiver ist. Und zwar funktioniert das mit dem Tamen so, also mit dem Topor. Der Topor, oder Topor generell, die Höhe des Topors ist abhängig vom Waffenschaden. Sagen wir mal, das ist auch immer noch, da, Waffenschaden 100%. Das ist im Prinzip nichts aussagend, weil du nicht die Höhe des Waffenschadens hast, sondern nur die Menge, also die Prozentanzahl, und das ist 100. Das kann 100 von nichts sein oder 100 von allem. Aber sagen wir mal als Beispiel, der Bogen macht, also das ist nur als Beispiel, der Bogen macht 20 Schaden, die Armbrust macht 35. Ja. Jetzt ist der Topor eine bestimmte Prozentanzahl vom Waffenschaden. Sagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist nur, um's verständlicher zu machen. Sagen wir mal, Topor sind 150%. Von dem, was auf diesem Waffenschaden skaliert. Das heißt, eine Waffe, die 20 Schaden macht, 150%, die macht 30 Topor. Eine Waffe, die 35 Schaden macht, das sind 30%, das sind 15, 17, 40, 40, 50, 48, 50, sowas in der Richtung. Oder? 15, 50, ich glaube 52 oder so. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Armbrust hat von einer höheren Qualität, die jetzt 230% Waffenschaden macht, also quasi das 2,3-fache des Schadens, verursacht man auch mit den Betäubungsfallen den 2,3-fachen oder die 2,3-fache Höhe an
Topor. Beim Feind oder beim Vieh, was man halt betäuben will. Gleiches Prinzip mit Schwachstellen. Viele Dinosaurier, nicht alle, aber einige, haben sogenannte Schwachstellen. Und zwar Headshots zum Beispiel. Das macht auf dem Kopf mehr Schaden. Das haben ein paar, nicht alle, ein paar haben sogar negative Schwachstellen. Das heißt, da macht es so gut wie überhaupt keinen Schaden, wie zum Beispiel der Trike an der Kopfplatte. Das heißt, dem Trike kann man keine Headshots geben. Da macht es eher weniger und der Multiplikator, der da auf den Schaden greift, dass man am Kopf mehr Schaden verursacht, greift auch auf den Topor. Das heißt, Kopf macht mehr Schaden, mehr Topor, skaliert mit dem Waffenschaden. Und deswegen, das ist die ganze Erklärung, dass ich die Armbrust nehme, da die mehr Schaden als der Boden verursacht, im Umkehrschluss mehr Topor. Das ist schon alles. So, ich sammle jetzt ein bisschen Zeug zusammen, paar Beeren. Vielleicht muss ich mir noch holen, da werde ich irgendwas jagen, was davon rumläuft. Und dann gucken wir mal, sehen wir uns wieder. Okay, es gab gerade einen kleinen Fight. Mein Vieh ist fast gestorben. Und zwar haben zwei Biber davon angegriffen. Haben wir glücklicherweise beide zerlegt, aber dummerweise bin ich auch gestorben. Ich habe dummerweise keine Rüstung an. Und ich sehe aus wie ein Höhlenmensch. Die Beine. Es sieht aus, als ob jemand zwei verschieden große Actionfiguren aufeinander gesteckt hat, einfach. Unglaublich. Jawoll. Schön, dass du das so untermauerst. Ich glaube, ich werde mir mal eine Rüstung bauen bald. Absolut großartig. Die Hose ist wirklich. Ja. Sehr schön. Genau davon rede ich. Okay, also das ganze Equipment habe ich nicht zurückbekommen. Ich habe hier zwei Modern Pestle gebaut, habe schon mal angefangen Zeug zu machen. Da kommt noch einiges dazu. Eine zweite Armbrust ist auch dabei, allerdings mache ich Schluss heute. Da ist es jetzt kurz nach 4 und es ist spät. Sehr spät. Deswegen würde ich sagen, entweder sehen wir uns in der nächsten Folge wieder oder jetzt sofort. Und funktioniert's? Nee. Warum ist es so warm? Bin's nicht so warm. Ja, du wohnst doch nicht im Dachgeschoss. Sei froh. Die überall durch können. Da musst du schon speziellere Fallen für entwickeln, ja. Wie mit dem Bären, das was sie gemacht haben, ja. Oder mit dem Argentavis. Weiß auch, du musst auch noch. Das einzige Vieh, was ich bis jetzt tamen konnte, hat noch nicht mal einen fucking Sattel, ey. Der Dirkurus. Ja, der ist ja ab 36. Ja, wenn du einen Sattel brauchst. Pflanzenfresser dauern generell länger als Fleischfresser, ja. Aber die sind auch einfacher zu tamen. Nein, du hast Kibbel. Kibbel. Ja, aber die dauern auch im Durchschnitt gesehen länger. Weil die halt einfacher zu tamen sind. Du brauchst kein Fleisch. Du kannst gemütlich vor denen weglaufen, bei den meisten. Sie sind einfacher zu betäuben oder zu fangen. Aber wenn dauern halt sehr viel. Sind die genauso anfällig wie die, ja. Ich find's gut, wie diese zwei Biber da hinten, seit ich online bin, quasi immer nur gegen die Wand laufen. Die machen nichts anderes. Die versuchen da hochzukommen, aber Bär ist natürlich. Also, Dire Bear, muss ich sagen, ist immer noch mein absoluter Favorit. Ja, es ist einfach zu. Ja, es ist nicht nur ein Allrounder wie ein Trike zum Beispiel, sondern das ist einfach eine Kriegsmaschine, das Ding. Das kann alles, und zwar perfekt. Fuck. Mit der Armbrust besteht eine Chance von 55%. Dass ich den Bären töte. Ja, aber ich glaube, dass ich. Fehlt mir noch irgendwas? Fällt dir auf Anhieb was ein? Was ich mitnehmen sollte, könnte? Nee. Mauern vielleicht, keine Ahnung. Stimmt, die Falle. Das hätte ich jetzt komplett vergessen. Ich hätte es. Greifen sind blöd zu tamen. Die sind beschissen zu tamen.
Und die sind dafür, dass man, dass sie so eklig zu tame sind, sind die gar nicht so nützlich. Täubenschild. Wo man aufpassen muss, ist, nein, ich steck fest. Nein! Was wollte ich eigentlich machen jetzt? Ich bin absolut gewappnet. Bis jetzt habe ich noch nichts Feindliches entdeckt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Und was haben wir denn da? Ein Schniekenbären. Das Level beträgt... Ich sehe es nicht. Wo ist er? 20. Ja. 145. Ich weiß nicht, ob das nicht zu abschüssig ist sogar. So, Falle ist vollständig. Das gibt's nicht. Kannst du mal... Alter, ich... So. Weiß nicht, wo der Schuss ist. Was soll's? Oh mein Gott. Schmeiß ich mal dahin. Huh! Alter, ist er schnell. Scheiße. Ich hoffe, der kommt da nicht drüber. Naja, dann würde ich sagen, geht's los jetzt. Der wäre fast ohnmächtig geworden und ich hätte fast noch einen Pfeil in ihn reingeschossen, während er ohnmächtig war. Aber mein Pfeil hat ihn vorher erreicht und das war gerade so der letzte Schuss. Gab's denn nicht irgendwas, was man sich gönnen konnte? Ein Stego ist doch da oben. Aber wenigstens ein Text-Degos. Deiner Mann, du weißt, was zu tun ist. Attacke! Der ist richtig angefressen gerade. Das ist nicht gut. Scheiße. Nein! Jawoll! Nein! Das haben die geändert! Was denn? Man kriegt kein Fleisch mehr aus den Tech-Viechern raus. Man kriegt jetzt Elektronik und Albenmetallen, so ein Dreck und Öl. Cool. Ja, das wusste ich aber nicht. Was man natürlich auch machen kann, um die einfacher abzuhängen. Du baust quasi theoretisch den kompletten Canyon oder sagen wir mal, es gibt ja, es ist ja ziemlich offen da, wo die Drachen sind. Ja? Mhm. Und... Aber wenn du den Tunnel weiterfliegst, kommt ja irgendwann, kommst du am Meer raus, wo dann nur dieser eine Eingang ist. Mhm. Wenn du einfach den zubaust, mit so, wie mit so Schreben, wo du zwar durchfliegen kannst, aber die Drachen nicht, und dann einfach da durchfliegst, wenn du ein Ei geklaut hast, die kommen dir doch niemals hinterher. Die müssten ja komplett den Tunnel zurückfliegen. Und bis dahin bist du ja schon, das ist ein Stego. Er ist hier gespawnt. No. Dieses kleine Scheißvieh. Auf, Zeug anzusammeln jetzt. Nein! 99,7% Taming. Ich denk so, Scheiße, was steht dann vor meinem Gesicht? Tja. Oh, shit. Es geht ganz schnell. Schnellste Weg, einen Baum zu fällen, ist ein... Alter, ist ein Mammut. Miau. Dödem, dödem. Dödem, 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 dödem. Komm schon. Also mein Affe wurde getötet. Ja. Weil hier auf einmal zwei Kanus aufgetaucht sind. Ich bin auch fast tot. Naja, dann komme ich halt jetzt wieder. Wenn ich weiß, wo es hingeht. 3, 4 Biber. Schafft er die? Wir setzen die ihm zu. Naja. War nicht wirklich schwer. Find's immer noch dämlich, dass sie einen Global Cooldown fürs Fleischfressen eingeführt haben. Noch ein Level. Ey, 3 Level, was ist denn hier los? Warum steigt man denn so schnell auf?
Ich hab doch nichts an den Multiplikatoren. Und noch ein Level. Ich hab doch nichts an den Multiplikatoren geändert. Okay, ich hab ein ungefähres Bild, wie mein Haus aussehen soll später. Das heißt, das sind dann 2, 3. Machen wir hier. Oder eher hier. Ja, hier. Also. Hier und hier. Wunderbar. Fuck. Und schon wieder ein Level up. Huh. So, ist das richtig? Ja. Du hast das hier 4. Das sind 5. Es muss lang werden auf jeden Fall. Drei und dann. Das müsste sogar gehen. Ja.